Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monkey Island 5. Und ja, ein kleiner Blick in die Komplettlösung hat mir jetzt weitergeholfen. Wir haben tatsächlich nicht mehr Zutaten. Uns fehlen ja noch drei Zutaten und alle drei haben wir noch nicht. Wieso haben wir denn die... Oh, ich sehe gerade, wir haben die Schote ja immer noch, obwohl wir sie damit benutzt haben. Das ist ja interessant. Ja, wir haben ja immer noch diese Karte hier und diese Karte ist mehr als einfach nur eine Karte. Ja, ja, wir müssen nochmal in den Dschungel zurück. Und da gibt es wohl eine Stelle. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, welche Stelle die Komplettlösung meint. Aber ich meine, das wäre die Stelle, wo wir gesehen haben, dass es da praktisch einen Weg gibt, wo wir praktisch reingehen konnten und wir kamen wieder zurück. Der hat gesagt, nun, der Weg führt ja nirgends hin. Wisst ihr noch? Und zu dieser Stelle muss ich nochmal wieder hin, weil da hilft uns tatsächlich die Karte der Voodoo Lady, glaube ich, weiter. So, ich muss es nur noch wieder finden, wo es war. Hier war der Altar. Den brauchen wir nicht mehr. Tja, wo war das? Ist die große Frage. Ah, das kriegen wir schon irgendwie hin. Da haben wir die Motten geholt, genau. Das hat gut gemacht. Okay. Er ist gerade unterwegs. Ich habe schon auf Dschungeleingang wieder geklickt. Läuft ja gut. Also wir sind nicht mehr allzu weit vom Finale des vierten Kapitels entfernt. Deswegen habe ich mich jetzt auch entschlossen, nochmal eine Runde aufzunehmen. Denn es kommt, wie gesagt, nicht mehr viel. So, jetzt kommen wir hier wieder raus. Das passt doch alles hinten und vorne nicht. Gehe ich nochmal nach oben. Es gab... Hier ist der Kalender, genau. Aber den Platz meinte ich noch nicht. Moment. Hier wollte ich aber auch nicht hin. Dann gehe ich hier nach unten. Ich weiß ganz genau, dass es hier diesen einen Pfad gab. Ne, den auch nicht. Dann versuche ich mal hier lang. Ja, genau, den habe ich gemeint. Weil hier sind wir doch links hingegangen und dann hat er diese eine Animation gemacht. Genau diese. Und ich glaube, dass wir hier hin müssen. Das ist komisch. Ja. Der Weg führt denn nirgendwo hin? Genau. Das fand ich damals schon merkwürdig. Und hier müssen wir uns noch einmal unsere Karte genauer angucken. Passt auf. Das ist nämlich nicht nur, da ist nicht nur das Rezept drauf. Wir falten die jetzt auseinander. Und dann können wir anscheinend die Ecken einklappen. Das ist merkwürdig. Aha. Das soll nämlich eine neue Karte ergeben. Das sieht jetzt wie eine völlig neue Karte aus. Richtig. Ah, und deswegen, der Startpunkt ist praktisch dieses leuchtende Teil, wo wir jetzt gerade vorstehen. Glaube ich. Aber wie soll ich denn... Ach, hier ist der... Oh, da ist der Kalender, da ist der Brunnen. Wo soll ich denn jetzt hin? Ah, seht ihr das? Das ist das Teil, wo wir gerade vorstehen. Jetzt können wir wohl links rein. Ah, wahrscheinlich können wir jetzt hier lang gehen. Moment, kann ich mich jetzt bewegen? Ja. Guckt mal an, jetzt geht's. So, jetzt muss ich aber tatsächlich ständig auf die Karte gucken, oder wie? Warte mal. Mehr habe ich mir nämlich nicht angeguckt. Nicht so viel, also ich weiß, dass nicht mehr allzu viel kommen wird, aber ich denke mal, den Rest kriegen wir jetzt irgendwie hin. So, jetzt bin ich da lang gegangen und dann heißt es... Tja, oben, ne? Also ich weiß nicht, ob man den Weg so wirklich verfolgen kann. Ich hätte jetzt gesagt, oben lang. Tja. Oder war das falsch, was ich jetzt gemacht habe? Also auf jeden Fall kann man da jetzt lang gehen. Ich will nochmal die Karte aktivieren. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was es jetzt gebracht hat. Ah! Gott, ja gut. Ja. Da ist wieder so ein Weg. Das ist komisch. Der Weg führt denn nirgendwo hin. Muss ich jetzt immer diesen Figuren folgen? Ach, guck mal, jetzt bin ich bei der roten. Ich weiß nicht, ob das hier richtig ist, was ich hier mache, aber... Kann ich da was machen? Wer wohl diese Götterstatue unter Glas gelegt hat. Und warum? Ja, okay, jetzt hab ich alle drei gefunden. Ich kann nicht dem Kabel folgen, ne?
Nee, schade, das wäre jetzt cool gewesen. Aber hier ist jetzt ja auch dicht, oder kann ich hier noch irgendwas machen bei den Felsen? Nee. Was hat mir das Ganze jetzt gebracht? Wir haben zwar eine neue Karte, aber die kann ich jetzt nicht hundertprozentig lesen. Also die sind... Das ist so ein Dreieck, ne? Bist du nicht so hundertprozentig sicher, was das soll? Tja. So, da bin ich wieder. Ich bin nochmal zu diesem lilafarbenen Teil zurückgegangen, weil das ist der Ausgangspunkt. Hier sollten wir die Karte knicken, das habe ich ja auch gemacht. So, dann haben wir nämlich eine neue Karte. Das stand auch so in der Komplettlösung. Wenn wir uns jetzt die Karte angucken, dann sollen wir jetzt zum Kalender gehen, steht da. Das ist dieser hier. Warum auch immer man jetzt darauf kommen soll, ich verstehe es jetzt nicht so hundertprozentig. Jedenfalls sollen wir jetzt nach unten, stand auf der Lösung, und dann die Abzweigung nach oben. Dann kommen wir zu dem Roten hin, ja. Was soll das? Ich versuch's mal. Also wir sollen nach unten... Und dann die Abzweigung nach oben. Ja, das habe ich ja auch schon mal gemacht. Da komme ich zum Roten. Ist richtig. So. Und jetzt sollen wir... die Karte zurückfalten, hieß es, glaube ich. Warum, weiß ich zwar nicht. Ich gucke nochmal eben. Also, wir sind jetzt von hier aus nach da gegangen. Und jetzt falten wir die Karte... Nee, das wollte ich nicht. Nee. Jetzt falten wir die Karte zurück, wie sie vorher war. Moment. So. Ach, guck mal, jetzt ist da nämlich ein Fragezeichen. Und jetzt kann man nach unten gehen. Ah. Boah, da muss man erstmal drauf kommen. So, wenn ich jetzt nach unten gehe praktisch, also... Boah. Also das war ein übles Rätsel. Da wäre ich jetzt so einfach nicht drauf gekommen, glaube ich. Es ist die mysteriöse Truhe der Weissagung aus der Hütte der Voodoo-Lady. Wer weiß, was für nützliche Voodoo-Geschichten sich in ihr verbergen. Aber viel wichtiger, wie kann ich sie öffnen, um das herauszufinden? Oh, ja gut, wir haben ja schon ein paar Truhen mit dem Haken geöffnet. Vielleicht klappt es jetzt ja auch wieder. Sehen wir mal, was habe ich, das ich letztes Mal nicht hatte, als ich diese Truhe öffnen wollte? Au, blöder Haken! Okay. Ja, es ist nicht so einfach. Doch, ist es, glaube ich, oder? Ja, ist es. Die Tarotkarten der Voodoo-Lady? Das ist alles? Ich verbiege das Material der Wirklichkeit für den blöden Trick einer Wahrsagerin? Okay, das ist ein ziemlich guter Trick. Auf der Karte stand gerade der sechste Sinn. Moment. Ich gehe mal eben... Erstmal hier raus, das macht mich gerade nervös. Oder wir gehen mal, weiß ich, doch, wir gehen mal hier jetzt hin. Zum Dock. So. Und zwar habe ich gerade auf der Voodoo-Karte, auf der Tarot-Karte gelesen. Ein paar Karten scheinen zu fehlen, aber in diesen Babys sollten genug drin. Was? Ein paar Karten scheinen zu fehlen, aber in diesen Babys sollte genug präkognitives Mojo sein, um als sechster Sinnkurs zu gelten. Wie geil war das denn? Da hat der Synchronsprecher, das ist übrigens Norman Matt, hat sich verhaspelt und das nochmal neu gelesen. Das haben sie nicht rausgeschnitten. Nochmal. Ein paar Karten scheinen zu fehlen, aber in diesen Babys sollten genug präkognitives Mojo sein, um als sechster Sinnkurs zu gelten. Ey, das finde ich jetzt ja mal richtig geil. Okay, ich kann die aber nicht auseinandernehmen. Aber den sechsten Sinn hat er selbst gesagt, er ist dabei. Das kombinieren wir jetzt mal. Hoffentlich werden diese Flocken aus der Zukunft der Esponja einen sechsten Sinn geben, der mich davon abhalten wird, in solche Situationen zu geraten. Okay. Esponja Grande. Können wir jetzt nochmal das Rezept angucken? Das Rezept angucken. Das war jetzt der vierte Gang. Und jetzt kommt das nächste. Fünfter Gang. Frisch geschwollen, ein Nachtisch. Ganz fein. Eine Berührung, so scharf wie eine Pein. Also doch nochmal die, nochmal die Peperoni? Tatsächlich. Heiß, stinkend und schlecht für die Augen. So sollte man nicht durchs Leben gehen, Schwamm. Okay. Dann,
Warum denn die Pepperoni zweimal? Verstehe ich nicht so ganz. Okay, und jetzt? Sechster Gang. Das Mahl beendet ein befreiender Schrei. Und ein lauter Rülpser sei auch dabei. Heißt das, wir müssen den essen? Nee, das geht so nicht. Ein befreiender Schrei, ein lauter Rülpser sei auch dabei. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Aber ich könnte mir was vorstellen. Was ist denn, wenn wir den Schwamm in das Gerät schmeißen? Also Rülpser praktisch, dass das rausgeschossen wird aus diesem Horn. Könnte ich mir vielleicht vorstellen. Wir gehen da mal hin. Er ist aber auch wieder lang unterwegs. Genau. Ich habe jetzt gedacht, wenn wir das jetzt vielleicht da reinschmeißen, ist er rülpst. Ja, die Figur rülpst ja, oder? Ja, ich weiß es nicht. Klappt das? Noch nicht? Ja, ich denke, ich versuche das später nochmal. Okay, das klappt so noch nicht. Hm, okay. Wo können wir denn noch was machen jetzt? Oder müssen wir vielleicht die... Haben wir die Tarotkarten eigentlich noch oder sind die jetzt weg? Die sind weg. Ein lauter Rülpser. Kann ich das nochmal lesen? Den sechsten Sinn. Frisch geschwollen, ein Nachtisch, ganz fein. Ja, Berührung schaffen. Das habe ich ja gemacht. Glaube ich jedenfalls. Ein befreiender Schrei und ein lauter Rülpser auch dabei sein. Es ist aber ein Ohr abgebildet, ne? Hm. Wie am besten? Wie am besten? Stan ist noch da. Ich weiß nicht, ob der mir noch... Kann ich mit ihr nochmal sprechen? Hey, du! Schon wieder! Hallo? Kannst du mich noch mal... Ja. Wegen diesem Fest der Sinne. Was möchtest du wissen? Ja, ich erklär mal. Der vierte Gang ist der sechste Sinn, genau. Was ist mit dem Nachtisch? Genau, das ist jetzt das Wichtige. Und was ist mit dem Dessert? Er ist ein hungriger Schwamm. Ah, was magst du am liebsten am Dessert, Skybrush? Abhauen, bevor die Rechnung kommt? Nein, es ist der angenehme Schock von etwas anderem. Ah. Dann war das doch auch nicht das Letzte, was wir hatten. Also gut, erstmal genug von dem Festessen. Aber ich habe eine Idee mit dem Schock. Jetzt, wo sie gerade sagt, das Wort Schock, habe ich eine Idee. Und zwar haben wir doch diesen tollen Teppich hier. Diesen aufgeladenen Teppich, wo ich immer eine gewischt bekomme. Wenn wir den mit dem Teppich benutzen, geht das? La Esponja Grande ist nur gut für das Aufsaugen von Voodoo, wie die Pocken. Aber wenn ich jetzt... Sie haben sich wohl entschieden, den Teppich nach der Reinigung innen auszulegen. Lass das! Aber das ist doch ein Schock! Aber das geht so nicht. Wie machen wir das denn mal? Wo kriegen wir denn noch einen Schock her? Beim Marquis? Ist da noch was zum... Jau! Oh, kribbelnd. Hey, was ist das? Oh! Hat doch geklappt. Ah, das war also das schockierende Dessert. Jetzt fehlt nur das mit dem Rülpser. Okay, dann fragen wir sie da nochmal nach. Au. Also gut, Senor Esponja, nicht so grande. Das waren fünf Sinne, einen haben wir noch. Wo kann ich nur ein lautes Geräusch für einen Rülpser nach dem Abendessen finden? Also doch. Es gibt auf Flotsam Island nur eines, das so ein Geräusch machen kann. Oh, er geht automatisch hin. Cool. Alouette ist der ewig Leben. Alouette, Immortalité. Wer wird ewig leben? Moi. Wer wird die Natur erobern? Moi. Alouette, ich werde ewig leben. Alouette, Immortalité.
kämpfe wie ein Mann, du schnupftabak-schniefender Landlecker! Du hast die Dame gehört, The Singe. Guybrush, raus hier! Finde deinen eigenen Schatz! Dieser hier gehört mir! Ah, der glückliche Threepwood-Piraten-Clan. Was soll ich noch machen? Oh, ich weiß. Oh, Muschelmist. Ha, wie konnte ich nur einen Langweiler wie dich heiraten? Weißt du, wenn ich dich erstmal von den Pocken geheilt habe, wegen denen du diese gemeinen Sachen sagst, wirst du mir ganz schön viele Küsse schulden. Ich würde dich nicht mal mit seinen Lippen küssen, Schiffsjunge. Ich unterbreche diesen Hausfrieden ja nur ungern. Aber ich muss meine Maschine noch einstellen, bevor die charmante Madame Threepwood ihre Reise in die Geschichte der Wissenschaft antreten kann. Keine Sorge, Butterblume. Wenn ich erst La Esponja Grande in dieses laute Dingsbums kriege, sind unsere Probleme gelöst. Ja, nun, versuche einfach etwas leiser zu sein, ja? Wenigstens hoffe ich das. Okay. Dann würde ich sagen, schmeißen wir jetzt mal La Esponja Grande in das Teil, oder? Was ist das? Ein fliegender Porifera? Hey, gib das zurück! Ich soll meinen Moment des Triumphs wegen deines langweiligen Voodoo-Unsinns aufs Spiel setzen? Das glaube ich nicht. Moment des Triumphs? Ja. Mit meinem Harpsichronitron habe ich die einzigartige harmonische Frequenz gefunden, mit der ich Materie pulverisieren und über die Meere verbreiten kann. Schau nur! Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Pirat! Ich bin... Erstmal danke. Das Ding hat schon angefangen, mir mächtig auf die Nerven zu gehen. Zweitens bist du verrückt, wenn du glaubst, dass du mich da reinkriegst. Okay, verrückt. Herr. Sie? Ich will sie nicht. Es sind die Moleküle ihrer Frau, die ich über alle Meer verschmieren will. Versuch es doch, du Weichei! Warum sie? Wegen ihrer Pocken, sie Trottel! Sie hat die gleiche, einzigartige Art von Pocken, die sie einmal hatten. Die gleiche, die durch ihre fantastische Hand floss. Die gleiche, die ich in meinen fantastischen Jus de Vie distilliert habe. Mein linkes Händchen. Leider enthält eine einzige Hand nur so viel des Threepwood-Bakterienstamms, um daraus nur ein paar Schlückchen Jus de Vie herzustellen. Selbst wenn ich ihre geliebte Biest auf die Knochen aussaugen würde, würde ich nur ein paar Fässchen des Jus bekommen. Ich hau dir eins aufs Fässchen! Nein. Wenn ich einen immerwährenden Stamm des Jus de Vie haben will, muss jeder Pirat auf der Welt dem Threepwood-Stamm ausgesetzt werden. Also, Madame Threepwood, bitte einen Moment stillhalten. Ich werde es so schmerzlos wie möglich machen. Wie nett. Mach ich aber nicht. Oh! Oh! Sie hat die Macht des Jus de Vie! Sie muss auf seinen, hey, Kopf. Was? Auf den Kopf! Ja. Meine Hand ist des Hinges einzige Quelle für Jus de Vie. Wenn du ihm den Turban abschneidest, wird er viel leichter zu töten sein. Was denkst du denn, was ich die ganze Zeit versucht habe, du bescheuerter Schwachkopf? Ja. Wenn du schon dabei bist, das Singe zu verdreschen, könntest du dann bitte auf den Schwamm aus meiner abgetrennten Hand schlagen? Dieses Schwert kennt nur ein Ziel, den Kaumagen dieser Schnupftabaknase. Okay, mehr kann ich nicht sagen. Halt durch, Süße! Weniger reden, mehr bedeutungslos machen, Süßer! Wir reden mit ihm. Hey, the monkey! Was denn? Du wirst dem Schwert meiner Frau nicht entkommen, ist dir das klar? Ich sah einmal, wie sie eine ganze Horde wilder Vertreter mit nichts weiter als einem Taschenmesser und einem Staubwedel in die Flucht schlug. Wie eindrucksvoll! Aber solange sie nicht unbezwingbare Rotarians waren, die von meinem unglaublichen Jus de Vie profitierten, hing der Vergleich stark hinterher. Schon bald wird sie ermüden und ihre Pocken werden mir gehören, damit ich sie in alle vier Richtungen der Erde verbreiten kann. Ich werde dich gleich portionsgerecht in alle vier Richtungen verbreiten! Au!
Ha? Motten. Können wir die Motten dahin bewegen? Wir haben nichts, was leuchtet, ne? Ein Eimer mit Wasser. Doch, wir können die Motten herholen. Wir haben doch Zucker. Warte mal. Das haben wir doch schon mal gemacht. Ah, was zum Teufel. Was bringt uns das? Ah, glänzen. Ja, und jetzt? Haben wir jetzt ein Glühwürmchen-Eimer. Den da nochmal reinhalten? Das muss nicht beleuchtet werden. Ja, aber was bringt uns das denn dann? Wozu habe ich das jetzt gemacht? Etwas so Leckeres sollte von etwas oder jemandem gegessen werden, der es wirklich mag. Soll ich das da reinschmeißen in das Rohr? Etwas so Leckeres sollte... Ja. Was soll ich denn tun? Ich frage mich, warum sie eigentlich Glühwürmchen heißen. Das sind doch gar keine Würmer. Das ist eine gute Frage. Ach so, das sind gar nicht... Das sind die Glühwürmchen, nicht die Motten. Was soll ich jetzt tun? Nein. Ich bin gerade etwas überfragt. Nö. Der Cinch wird mit dieser Vorrichtung meine Süße pulverisieren. Ja. Götterstatue. Was für ein Gerät. Der Cinch wird mit... Nochmal mit ihm. Hey, der Sing Song. Was ist? Ja. Du scheinst die Hände handvoll zu haben. Warum gibst du mir nicht den Schwamm für eine Minute? Für wie dumm halten sie mich eigentlich, Sripud? Ist das jetzt eine Fangfrage? Okay. Nachdem du meine Frau pulverisiert hast, könnte ich da vielleicht einen kleinen Schluck deines Jüdewi bekommen? Ah! Nimm das jetzt nicht persönlich, Liebling. Du siehst einfach irgendwie erledigt aus. Und für meine kommenden Vorhaben könnte sich die Unverwundbarkeit als vorteilhaft erweisen. Ich zeig dir gleich, wer von uns beiden erledigt ist. Ah! Au! Was soll diese Animation? Die Motten müssen anscheinend hierher kommen. Ich verstehe es doch nicht so hundertprozentig, was ich jetzt machen soll. Hey, Elaine! Was? Nee, das klappt ja nicht. Halt durch, Süße! Weniger reden, mehr bedeutungslos machen, Süßer! Wozu hab... Ja, die Motten müssen hierher. Wie locke ich die Motten denn hierher? Kann ich da nochmal dranhauen? Nee. Die Karte wird irgendwas... Kann ich die Karte da reinhauen? Ich riskiere diesen Wert. Was bringt mir denn das alles? Es sieht echt so aus, als müsste ich jetzt nochmal einen Cut machen, ne? Ja, meine lieben Freunde, dann machen wir jetzt hier nochmal einen Cut in diesem großen Finale. Es wird vielleicht nicht mehr viel kommen. Vielleicht schneide ich es auch an den anderen Part ran. Wir werden es sehen. Jedenfalls, euer Alex sagt erstmal ciao.